Hallihallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren schönen Folge The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und ja, wir sind hier in diesem komischen Konstrukt, so eine Art Maschine, keine Ahnung genau, wo wir überhaupt drin sind. Auf jeden Fall verbarg sich das ganze Ding anscheinend weit in den Tiefen des Schreins des Lebens, wo wir ursprünglich angefangen haben. Und wir haben jetzt schon mal zwei Kontrollsiegel hier an der Stelle, ja, aufgelöst, und jetzt geht's wohl in luftige Höhen. Deshalb schnappe ich mir mal geschwind eines von den Teilen hier. Guck, dass ich dabei Zeit hier abspringe. Und dann geht's weiter nach oben. Zu hoffentlich, ja, sinnvollen Gefilden. Jedenfalls sehe ich da schon einen Wächter, der auf mich wartet, offensichtlich. Ich kümmere mich erstmal um den da. Wasserschwert ist aber auch schon knapp, ja, war auch schon zur Neige. Und ich möchte eigentlich auch ungern, dass da irgendwas mit dem Schild ist. Alle. Alter, nervt nicht. Nervt schon langsam. So. Okay, jetzt habe ich mich um das Teil gekümmert. Auf jeden Fall gibt es hier dieses Riesenzahnrad, mit dem wir offenbar... Okay, und dann gibt es das Ding hier. Jetzt habe ich das aus der Seenreihe ausgegriffen und weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich gucke jetzt einfach mal hier rüber. Solange ich es nicht brauche. Auf jeden Fall, im Hintergrund bildet sich so seine höchst eigene Melodie von der Gegend hier. Und der ganze Titan oder was auch immer das ist, wo wir hier drin sind, kommt langsam wieder zu leben. So, ist nur die Frage, wie kriege ich das Teil hier hoch? Weiß es nicht. Offensichtlich kann ich hier runterklettern, das werden wir jetzt auch einfach mal machen. So, hier läuft anscheinend noch gar nichts, okay. Außer hier eine Plattform. Und da gibt es so eine Art Ventilator oder eine Lüftung oder irgendwas in der Richtung. Nope. Gucken wir mal lieber, was da in der Truhe drin ist. Oh, ein Schwalbenbogen. Schön. Von denen haben wir jetzt inzwischen auch schon ein paar. Ah, da geht's hoch, wie es aussieht, ja. Aber wie komme ich da hoch? Nächste Frage. Geht auf jeden Fall einmal hier hoch. Ah, aber die Höhe reicht nicht aus, um darüber zu flattern. Wenn ich die jetzt andersherum drehen lasse, passiert hier drüben irgendwas? Sieht nicht danach aus. Die Plattform bewegt sich. Hm. Aber drehen tut sich hier gar nichts oder irgendwas betätigen tut sich hier nichts. Alles ist immer noch statisch unterwegs hier. Dann gehen wir mal kurz auf die andere Seite. Gucken wir, ob wir da noch irgendetwas hätten. Bisher keine Ahnung, was wir so wirklich zu tun haben. Hm.
allen Dingen habe ich noch keine Ölse gesehen oder irgendetwas, wo ich das eine Ding einstecken könnte, außer vielleicht das da. Und dafür gibt es, glaube ich, dann das. Nicht sicher. Ah, nee, doch, das kann Sinn machen. Das kann Sinn machen. Moment. Da haben wir doch das freche Ding. Sieht das breit aufgestellt natürlich. Auch so, wie ich es eigentlich nicht brauchen kann gerade. So. Und ich glaube, das Ding muss da rein. Jawohl. Dann müssen wir das freche Ding schnappen. Und das muss ich einmal verbinden mit dem schönen Mechanismus hier. Yes. Okay. Jetzt dreht sich das hier. Cool. So, die Truhe habe ich nicht übersehen. Die wollte ich mir nur einmal hier schön herholen. So. Ein paar Bombenpfeile. Ja, warum nicht? Kann man machen. So, und jetzt müsste eigentlich drüben etwas passieren. Oh, jetzt hat sich auf jeden Fall schon mal ein heftiger Ventilator gebildet. Ein richtiger Sturm. Können wir da überhaupt hochkommen bei dem Wind? Ah doch, können wir noch. Ja, wir können auf jeden Fall noch da hoch, wenn der Wind so bläst, vermute ich mal. Darüber. Oh ja. Alles klar. Soweit, so gut. Und meine Vermutung ist, wenn ich das jetzt drehe, dann zieht es mich wieder an. Ja, haha. Habe verstanden, wie das zu funktionieren hat. Problem ist jetzt, müsste ich eigentlich darüber. Ja, und dann hält mich das auf. Knifflig. Ah, aber wir haben ja das Stasis-Modul. Wir könnten ja das benutzen, um das Teil vorübergehend aufzuhalten. Das ist ja an keines von unseren Mechanismen gebunden, beziehungsweise nicht an dem Hauptmechanismus. Also könnte man das ja benutzen. Bin ja mal gespannt. Aber die Idee ist schon mal ganz nett. Die Idee ist auf jeden Fall schon mal sehr nett. Ja, mit dem Windfluss und alles mal ein bisschen zu spielen. So, und jetzt erwarte ich eigentlich, dass ich jetzt mein Stasis-Modul nehmen kann, ja. Und dann den Kollegen hier einmal ruhig stelle. Jawohl. Und dann haben wir das. Schöne Sache. Und Kontrollpunkt Nummer 3. In dem Sinne abgeschaltet. So. Bin ja mal gespannt, was da bei der Kammer auf uns wartet. Oder ob das überhaupt eine Kammer sein soll. Oder ob das nicht ein zentraler Mechanismus ist. So. Auf jeden Fall hat sich das wieder erledigt. Komm schon, schnell, Link, lauf. So, gut. Puh. So. Jetzt müssen wir noch auf die andere Seite und das wahrscheinlich so ähnlich machen. Auf jeden Fall, das funktioniert schon einmal. Oh, jetzt gibt es da solche Deckenfliegteile. Halte ich mich eigentlich recht kurz nur damit auf. Dafür haben wir ja die Wächterpfeile. Gerade für solche Gelegenheiten. So, dann müsste sich eigentlich hier auch schon etwas tun, meinte ich. Aber tut sich ausgesprochen wenig. Ich komme da noch nicht hin. Ich hätte jetzt nur die starke Vermutung, ja, dass da genau das gleiche Ölsen-Mösen-Dingsbums da ist. Es gibt hier zumindest mal Steine, die man hier, als Gewichte dienen in irgendeiner Form. Aber für was genau die sind, wissen wir jetzt an der Stelle nicht. Ich könnte ja mal das machen, was ich denke, dass man machen könnte hier an der Stelle.
Das Zahnrad muss hier benutzt werden. Okay, ich verstehe. Den kann ich statisch machen hier an der Stelle, drehe das wieder zurück und hoffe, dass er den in die richtige Richtung zieht. Ja. Oh, das war knapp, aber es hat gereicht. Oh, jetzt sind wir auf der anderen Seite hier. Hier wird auch irgendwie mit was hantiert, strommäßig oder so, weil da was so ein Leuchten ist, so ein grünes. Vermute ich mal. Okay. Jetzt aktiviert haben wir es mal. Hat anscheinend schon gereicht, um das Ding permanent zu aktivieren. So, und jetzt gehen wir hier auf das Ding rauf. Jawohl. Jetzt bewegt sich das ganze Ding hier. Okay, alles gut. So, jetzt kann ich mich hier schon mal entlang bewegen. Das Ding füllt sich hier mit Wasser. Auf jeden Fall haben wir wieder das Masterschwert, wie es aussieht. Bin aber trotzdem vorsichtig mit meinem Hylia-Schild, weil da müsste ich ein bisschen was zahlen an der Stelle. Aber was ich da schon mal sehe, das ist so eine Art Schraubenschlüsselkonstrukt. Ja, das könnte man mal versuchen. Das funktioniert, wenn ich das hier einmal so mache. Warte ich, dass es sich dreht. Oh, in der Tat. Es dreht sich. Und hier hat es aufgehört mit dem Wasser. Okay. Oh, und der Wasserpegel sinkt. Okay. Alles klar, alles klar. Jetzt kann man hier wunderbar laufen, wie es aussieht. Okay, und dann gibt es hier einen Schalter. Den müssen wir wohl offensichtlich benutzen. Da brauchen wir wieder eine Art Kugel. Oder irgendwas in der Richtung. Aber von der Kugel habe ich bisher noch nichts gesehen. Also ich bin echt blind, aber ich habe bisher noch nichts gesehen. Auf jeden Fall die Zora-Lanze. Habe keinen Platz mehr dafür. Schade eigentlich. Wobei, die Sonnenlanze kriege ich jederzeit her, aber eine Zora-Lanze ist schon was Besonderes. Okay. Jetzt weiß ich natürlich nichts von einer Kugel. Wo man die auslösen, wo man irgendwas auslösen könnte, damit eine kommt. Das wissen wir alles nicht. Ich nehme mal ein bisschen so einen Eisenhammer. Den kann ich wenigstens für solche Geschichten gerne verbraten. So. Was meine Vermutung ist, warte, gehen wir mal gerade rüber, bevor wir irgendetwas machen. Dass man das Ventil ganz weit rausdreht und ja. Was Metallisches haben wir an der Stelle ja nicht, wo ich nehmen könnte. Nee. Also muss ich das wohl tatsächlich hier mit Muskelkraft machen. Boah, dass ich das auch nicht irgendwie. Thank you.
Natürlich müssen wir ja auch wieder. Ach, im Rechtsgewinde müssen wir auch wieder nach links rausdrehen, okay. Aber dass ich da mit dem Hammer nicht rankomme, ist schon ein bisschen dämlich. Das muss ich jetzt mit Pfeil um mich schießen. Oh! Es hat sich was getan. Oh, es bewegt sich zentimeterweit. Immerhin. So, mal ein bisschen übertreiben an der Stelle. So. Ich warte jetzt, dass das Ventil jetzt von der Kanüle aus rausgeht. Genau, hier alles wieder voll mit Wasser läuft. Okay, aber immer noch nicht so, dass ich weiß, wo eine Dings sein könnte. Eine Kugel. Ich sehe ja nichts von der Kugel, das ist ja das. Will ich gerne mal sehen überhaupt. Auch von der noch keine Spur. Leuchtet auch nichts auf im Wasser oder irgendwas, wenn ich jetzt hier mit Wasser gerade unterwegs bin. Gibt's auch nichts zum Abstellen, ne? Tut sich aber auch auf der anderen Seite nichts, wenn hier sich irgendwas dreht. Nee, tatsächlich gar nichts. Immer so an der Stelle komplett ignorieren. Das ist wirklich sein eigenes kleines Räumchen, wo nur das passiert, was auch passieren soll. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie was mit Eis machen kann. Nee, kann ich eher nicht. Das bringt nichts. Ist halt nichts von einer Kugel, sonst hätte ich da jetzt gesagt oder von irgendwas in der Richtung. Wie gesagt, go for it, aber so habe ich keine Ahnung, was da zu tun ist. Ich habe außerdem keine Kräfte gerade, wie ich gerade erst gemerkt habe. Und da habe ich die einfach gar nicht gerade. Oder ich muss ja wieder. Ah, momentan nicht verwendbar, alles klar. Puh, okay. Der erste Moment, wo ich mir sogar ein bisschen Gedanken mache, hups. Warum haben sie das gemacht? Was ist da los? Ja, gut, gucken wir mal. Versuchen wir den Spaß nochmal abzulaufen. Aber gut, es gibt hier ja schon mal einen Schalter. Wahrscheinlich erscheint da jetzt nur was, pass auf. Ja. Okay. Na gut. Okay. Leuchtet mir soweit ein. Wie komme ich jetzt da hoch? Ach so. Okay. Alles klar. Hat auch irgendwie alles einen Sinn. Okay. Das Leben hat eben doch einen Sinn. So, damit haben wir das Siegel für dieses Tor wohl offen. So, Zutritt gewährt. Alles klar. Hör ich doch gerne. Was muss man noch rauskriegen? Oh, die Musik hat sich auch wieder geändert. Die hat sich echt wieder ein bisschen geändert, ja.
auf jeden Fall etwas schneller auch geworden. Ich glaube, das ist fast doppelt so schnell wie das normale Musikthema dafür. Dann lauschen wir mal ganz kurz. Kleines feines Detail, aber auf jeden Fall gefällt mir das. So. Und jetzt habe ich eigentlich Erwartung, dass wenn wir jetzt hier umstehen und dieses Magnetmodul dagegen anwenden, dass das sich hier einmal verbindet und es fängt alles an sich zu drehen. Oh. Da ist nochmal ein Schrein tatsächlich. Oha. Okay. Ich glaube, jetzt geht's gleich ums Eingemachte. So, vorbereiten wir uns mal ein klein bisschen. Wo sind wir eigentlich? In einem Tunnel? In einem Berg? Wo sind wir eigentlich ganz so genau? Hier ist es hell, hier ist es irgendwie unterirdisch, aber es ist hell. Jetzt gucken wir mal, was der von uns will. Es ist ein bisschen arg besonders, dass wir da einen Schrein haben, mitten bei einem Titanenkonstrukt. Wow, der bewegt sich. Oh mein Gott, der bewegt sich. Ach du Scheiße, das haben die ja noch nie gemacht. Was? Okay. Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Aber... ein Mönch, der sich bewegt, was bisher noch nie passiert ist. Und Kampfmusik. Und eine riesige Arena über Hyrule. Ich komme gerade nicht klar. Oh shit, jetzt erscheint der oder was? Kämpfen wir etwa gegen den? Du Scheiße! Wow! Alter! Alter, der kämpft wie so ein Jäger! Jetzt habe ich auch wieder meine Kräfte. Uiuiui. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Alter Falle. Also für so einen alten Greis bewegt das sich aber ziemlich flott. Wow, jetzt sind es viele Tatterkreise. Okay. Wow, heilige Scheiße. Oh shit! Oh Kacke! Vor allen Dingen, die lassen mich da hinterher rennen. Alter Faller! Okay, der Mann ist total cool. Scheiße! Ich hab den Eindruck, ich muss eigentlich jedes Mal den richtigen rauspicken aus der Gruppe.
Alter Falter. Alter Falter. Auch regulär kämpft man nicht gegen so viele von denen. Mächtig beeindruckend das Ganze. Alter Falter, hey. Vor allen Dingen sind dann so viele Kopien von dem da und man muss aus denen rauspicken, wer dann richtige ist. Was auch nicht leicht ist. Boah, dann erwische ich zufällig den richtigen. Alter, das ist eine Herausforderung. Okay, was für einen abgefahrenen Move macht er jetzt? Wow, der wird jetzt gigantomanisch, okay. Okay, okay, Junge, alles klar. Komm her, was hast du vor? Wow, okay. Oh shit. Okay. Ich halte mal die Verbraucher, die Schilde bereit, die ich verbrauchen kann, für seine Schusseinlagen. Oh shit. Oh shit. Und Königsschrittel ist kaputt. Geil. Läuft! So, jetzt. Was hat er vor? Oh, die Plattform bewegt sich! Die Plattform ist gekippt. Was hat er vor? Oh, noch mehr von diesen Kugeln. Okay, ich glaube erkannt, was ich zu machen hatte an der Stelle, aber zu spät gemerkt. Yeah! Aber der Typ hat's ganz schön drauf, ey. Kacke, ich hätte nicht so mit sowas gerechnet. Also das ist mal ein Bosskampf, der mir Laune macht. Oh, Metallkugeln. Böse, böse, böse. Was hast du vor, alter Mann? Okay. Den Angriff. Uiuiui. Wie bin ich nicht nah genug am Abgrund? Ja,
Ah gut, wir wissen ja inzwischen, was sein Trick ist an der Stelle. Ja, und dann nehmen wir die Dinger. Hahaha. Alles Sachen, die uns irgendwie bekannt vorkommen aus früheren Bosskämpfen. Uiuiui, das hat er nicht gemacht, dass ich da noch seinen Fuß drangsaliert habe. Okay. Schieße ich dir halt spontan in den Kopf. Okay, was sind das für komische Drehdinger? Wow, das sind Kopien! Geh weg damit. Okay. So willst du spielen. Ja gut, zum Glück Daruks Schirm hat geregelt. Das wär's fast. Yeah, geschafft. Das war mal ein Bosskampf. Nicht dieses Wischiwaschi-Zeug, was die dabei durch die Wasserflüche hatten und sowas. Das war sogar echt brauchbar. Und jetzt? Oh. Er wird wieder klein. Also normal groß. Okay. Wow, 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 da passiert was mit der Plattform. Okay, ich bin schwer beeindruckt. Wow, krasses Teil. Okay. Ist es ein Motorrad? Oh shit, es ist ein Motorrad. Holy fuck. Okay. Ach du Kacke. Okay. Okay. Kann ich nicht dieses riesige, schwebende Plattformding haben? Alter Falter. Oh, jetzt müssen wir hier weg. Oh, ich wollte aber länger auf diesem schwebenden Festung des Zorns des Todes, keine Ahnung, sein. Das ist so geil, das Teil. Das hätte ich gerne mitgenommen. Oh mein Gott. Jetzt ist dieses... Ist dieser Motorrad, dieses kleine Teil, was anscheinend unser Titan sein soll, vermute ich jetzt mal, ist jetzt auch bei den anderen Titanen dabei. Ist das geil. Oh. Und wir sind wieder hier.
Die Ballade der Recken. Ah, jetzt kommt das Abschlusslied quasi. Oh, eine weitere Erinnerung oder was? Oh, shit. Gott, das Schloss sah damals viel schöner aus, auch das, die Stadt und alles. Oh, die Ernennungszeremonie. Ihr habt euch alle fünf dazu bereit erklärt, eine lebensgefährliche Mission auf euch zu nehmen. Ich danke euch. Vom heutigen Tage an seid ihr die Recken von Hyrule. Tragt eure Gewänder mit Stolz. Ihre blaue Farbe ist seit alten Zeiten das ehrwürdige Symbol unseres Königshauses. Die Idee, euch diese Gewänder zu verleihen, stammt von meiner Tochter Zelda. Dich, meine Tochter, möchte ich darum bitten, die Pflicht zu erfüllen, die dein königliches Blut dir auferlegt. Führe diese wackeren Recken in den Kampf. Beschütze Hyrule. Und besiege die Verheerung Ganon, damit unser Land eine Zukunft hat. Richtige Zeremonie mit Feierlichkeiten, Ansprache und dem ganzen. Alles, was da so ein bisschen dazugehört. Mann, oh Mann, ich dachte schon, wir müssen den ganzen Tag da stehen. Das ist also der Shika-Stein. Er steckt bestimmt voller praktischer Funktionen. Aber leider übersteigt diese Technik unser derzeitiges Verständnis. Eine Funktion hat die Prinzessin mir schon mal vorgeführt. Das Ding, das macht Bilder, die aussehen wie im echten Leben. Wirklich? Das würde ich zu gern mal sehen. Prinzessin? Also, würdet ihr mir das einmal zeigen? Ha! Ein Bild machen von allen Recken. Gut, von damals. Dann machen wir mal ein Bild von euch. Seht bitte alle den Shika-Stein an. Oh, Daruk ist zu groß. Kannst du dich nicht etwas kleiner machen? Du fällst mal wieder komplett aus dem Rahmen. Gut. Was ist denn das für eine Trauermine, Prinzessin? Ihr dürft ruhig lächeln. Ach, süß, die Mipha. Nicht so weit abseits. Was für ein Staatsakt. Mipha, nicht so steif. Atme mal ganz tief durch. Ja. So, alle bereit? Guckt alle hierher. Bitte recht freundlich. Hachika! Ah, die ist es, die das macht. Die das gesprochen hat. Cool. Ach, süß. Ach, Gottchen. Ich bin nicht derjenige, der weint. Ihr weint. Ach, darauf erstmal ein Propolis, ey. Oi. Tränen flossen. Ah, unsere Freunde, die Recken. Schön. Oh. Ah, das Bild der Recken. Dann nimmst du nur den Schloss Hyrule. Cool. Wieder Zeldas Stimme. Link,
habe jeden Schritt deiner Reise verfolgt. Du hast schwierige Prüfungen hinter dich gebracht. Bist du nicht irgendwie mit dem Kampf gegen Ganon beschäftigt? Aber okay. Nun solltest du bereit sein. Ja, du bist nun gewiss bereit, dich der Verheerung Ganon zu stellen. Gewiss. Die Ballade der Recken. Geschafft. Oh, war das schön. Das war eine schöne Erfahrung. Cool. So, jetzt haben wir allerdings so ein komisches Modul bekommen. Den Eponatos Zero. Oh, und den kann man hier so erscheinen lassen, wie es aussieht. Okay. Oh, das Ding ist schon da. Cool. Okay. Es ist ein Motorrad mit beschleunigen Bremsen und dem ganzen Kack. Okay. Halt, stopp. Wow. Und schon legen wir los. Oh, und wir können sogar springen mit dem Ding. Ja. Yeah. Framerate-Einbrüche. Alter, das Ding hat sogar ein Licht, das hat sogar hier... Würde mich nicht wundern, wenn es ein bisschen schneller ist als Dings. Oh, kurzer Freeze. So viel Zeugs zum Nachladen. Wow. Fuck you, everyone. Wow. I'm out of here. Woohoo. Oh mein Gott, es funktioniert sogar. Ich komme. Alter, wie geil. Na, wie geht's denn so? Also, ich bin hier nur so schön vorbeigereist. Alter, Falter. Es kommt schon irgendwie geil. Wenn es auch ein bisschen komisch ist, vor allen Dingen, weil ich so gewohnt bin, jetzt eigentlich mit einem Pferd unterwegs zu sein bei dem Spiel. Also, es kommt zugegebenermaßen recht geil. Oh, jetzt ist er weg. Sag bloß, nach einer Weile verschwindet er wieder. Okay, interessant. Ein bisschen befremdlich wirkt das schon. Nachdem wir so lange gewohnt sind, mit Pferd hier unterwegs zu reisen und alles. Wheelies kann ich machen. Kann ich auch ein Front Wheelie? Nee, kann ich nicht. Was passiert, wenn ich im Wasser fahre? Oh, dann verschwindet es. Okay. Das macht Sinn. Das macht sogar tatsächlich Sinn. Abgefahrenes Teil auf jeden Fall. ist schon reichlich geil. Hat schon seinen gewissen Charme. Mit so einem Motorradteil durch die Gegend zu rasen. Ah, und da ist noch eine weitere Anzeige, wenn ich das richtig deute. Das ist quasi sein Treibstoff, wenn ich das richtig sehe. Kann man nicht noch ein bisschen schneller fahren? Als so? Aber ob das jetzt schneller ist oder langsamer ist als die Pferde, kann ich jetzt gar nicht wirklich sagen. Fühlt sich in etwa gleich schnell an wie so ein beschleunigtes Pferd. Nur dass man halt jetzt die ganze Zeit aufs Gas drückt wie so ein Besessener. Auf jeden Fall sehr lustig das Ganze. Ah, ich geh mal da lieber weg, bevor einer von den Viechern bei der Endcard mich platt machen will. Wäre nicht das erste Mal. So Leute, dann würde ich mal sagen, wir machen an der Stelle Schluss für dieses wunderschöne LP, für dieses wunderschöne zweite DLC. Falls noch mal irgendwas mal kommen sollte in Richtung drittes DLC oder wie auch immer, dann werde ich natürlich dazu
gerne wieder Videos machen. Für mich war das ein recht interessantes DLC mit einigen netten kleinen Details zu den Recken, zu den anderen Vieren. Und dann halt auch so seine eigene Reise sozusagen, seinen eigenen kleinen Titan hier jetzt in dem Sinne zu holen. Und es war nett. Wobei der Titan, also ja, ich hätte mir eigentlich gewünscht, so ein riesen Ding zu fahren wie die anderen, aber so ein kleines ist auch irgendwie süß, so, ne? Auf jeden Fall, das war ein recht nettes DLC so für mich. Ich werde wahrscheinlich noch einiges zu erkunden haben. Unter anderem habe ich noch einige Schreine, die ich noch finden will. Eine Kostüme gibt es anscheinend noch in dem Spiel, die jetzt da dazugekommen sind in dem, die jetzt dazugekommen sind. Die muss ich auch erstmal zusammensuchen, aber das war auf jeden Fall ein recht brauchbares DLC. Und ich überlege mir, ob ich vielleicht eines Tages mal auf Twitch oder wo auch immer mal einen Stream mache zum so ein Playthrough zu Breath of the Wild mit dem Master Quest. Wird sich zeigen, ob ich das mache oder wie auch immer. Vielleicht ist es auch nur so ein random Gedanke von mir. Auf jeden Fall, das war's zu dem NP. Wir sehen uns beim nächsten Mal zu Zelda vielleicht, zu Xenoblade, zu keine Ahnung was. Und ja, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit. Bis demnächst und macht's gut. Ciao, ciao.